Das Landesamt für Statistik hat am Dienstag die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung der nächsten 20 Jahre bekannt gegeben. Demnach werden in Bayern 350.000 Menschen mehr leben. Die Verteilung verspricht einen Zuwachs für die Regionen Straubing und Landshut, einen Rückgang in den Landkreisen Regen, Cham und Freyung-Grafenau. Die Bevölkerung in den Gebieten Passau, Deggendorf, Rottal sowie Dingolfing-Landau bleibt jedoch relativ stabil. Eine Stadt mit positiver Entwicklung ist Straubing. Unser Leitspruch der Stadt Straubing ist nachhaltig leben und wachsen. Dementsprechend stehen wir natürlich so einer Prognose positiv gegenüber. In erster Linie wird es darauf ankommen, dass man ausreichend Arbeitsplätze und bezahlbaren Wohnraum vorhält. Ganz anders sieht es in Regen aus. Laut der Prognose des Landesamtes für Statistik trifft der Bevölkerungsschwund den Landkreis besonders stark. 7,5% Rückgang die nächsten 20 Jahre. Man muss einfach sehen, dass wir hier in den ländlichen Gebieten gewisse, ich sage mal, Nachteile haben. Dennoch glaube ich, und da sind wir uns einig mit anderen Fachleuten auch aus dem anderen benachbarten Landkreis, dass unsere jungen Leute sehr wohl heimatverbunden sind. Sie müssen aber auch von uns aus auf ihre Chancen hingewiesen werden. So ist laut UNASCH zum Beispiel die Arbeitslosenquote im Landkreis Regen niedriger als in den zuzugsstärkeren Gebieten. Dennoch muss sich einiges tun. Die Aberland Regio GmbH arbeitet daran, Tourismus und Wirtschaft besser zu verzahnen und das Bild der Region nach außen zu verbessern. Konkret heißt das Ausbau der Infrastruktur, von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sowie Breitbandinternet. Jobs für Fachkräfte und Akademiker gäbe es genug im Landkreis Regen. Was aber einfach der Fall ist, dass hier in den, ich sage mal, sehr ländlich geprägten Regionen die jungen Leute noch nicht, ich sage mal, diesen erkannt haben, dass es hier durchaus vielleicht interessanter und auch günstiger ist zu leben als in den Städten. Nur wenn sie mal in den Städten sind mit dem ganzen Angebot, dann ist es schwierig, dass sie wieder zurückfinden. Bevölkerungswachstum heißt ja eigentlich immer auch Vorteile für die Wirtschaft, also auch für die heimische Wirtschaft. Wir sehen darin auch, dass die Wirtschaft auf höheres Arbeitskräftepotenzial zurückgreifen kann. Wir sehen eine Steigerung der Konsumkraft beispielsweise für den Einzelhandel und generell auch eine Steigerung der Steuerkraft und damit der Leistungsfähigkeit für die Stadt Straubing. Innenminister Joachim Herrmann will zusammen mit der Staatsregierung dieser Überhitzung der Ballungsräume entgegenwirken. So werden zum Beispiel mehr Arbeitsplätze von Behörden in Randgebiete verlagert. Ob solche Maßnahmen ausreichen, die Standortfaktoren in den niederbayerischen Grenzregionen zu verbessern, bleibt allerdings abzuwarten.